Hallo NS-Freunde und NS-Freundinnen, ich zocke alle NS-Games mindestens 10 Minuten lang und heute ist dran Mario und Yoshi. So, wir hüpfen gleich aufs Cover, schauen uns mal das Frontcover an. Hier, Überraschung, Überraschung, wir sehen Yoshi mit seinen Freunden, Schrägstrich Feinden. Was haben wir da? Einen Buhu, einen Goomba, Fressipflanzen und so weiter. Was steht hier noch? Pure Putzelpanik mit Yoshi und seinen Freunden. Na Leute, Putzelpanik mit Yoshi und Freunden. Da können wir uns ja was gefasst machen. Schauen wir uns doch noch die Rückseite an. Hier wie immer die drei Screenshots. Was haben wir hier noch? Für ein bis zwei Spieler. Aha, man kann es also auch zu zweit spielen. Gut zu wissen. Ich werde es natürlich nur allein spielen. Und ja, Puzzle Invasion. Wahnsinn. If you like Dr. Mario, bla bla, dann magst du auch dieses Spiel. Marketing, bla. Okay, sonst haben wir hier nichts wirklich Interessantes. Lasst uns dann gleich mal weiterschauen, was die Wikipedia dazu sagt. Mario und Yoshi ist ein Puzzlespiel ähnlich wie das Spiel Tetris. Naja. Es ist auch ein Puzzlespiel, aber ähnlich wie Tetris. Naja. Es gibt keine Formen und so. Egal. Ähnlich wie Tetris, sagt die Wikipedia, dann muss es ja stimmen. Außer jemand von euch ändert es, dann stimmt es natürlich nicht mehr. Ja, welches für 1991 ist es erschienen? Für den NES und für den Game Boy. Am Game Boy hatte ich es persönlich, am NES hatte ich es damals nicht. Leider, oder irgendwie, wenn man die Game Boy-Version hat, braucht man es ja auch nicht wirklich. Bla bla bla. Gibt es noch irgendwas Interessantes? Ja, es gibt noch was Interessantes. Es heißt unterschiedlich. In Europa heißt es Mario und Yoshi und in den USA heißt es einfach nur Yoshi. Das erklärt so einiges in meiner Recherche. Was haben wir hier noch Wichtiges? Wichtig, unter Anführungszeichen. Wir haben hier eine Wiederveröffentlichung im Rahmen des Botschafterprogramms, das Botschafterprogramm für den 3DS. Das war für alle Leute, die dumm genug waren, um den 3DS als erstes zu kaufen, zu überhöhtem Preis. Ich war einer davon und habe deswegen Mario und Yoshi anscheinend auch am 3DS und weiß es gar nicht mehr. Naja, sowas. Vielleicht spiele ich es ja auch wieder mal am 3DS, jetzt wo ich es weiß, dass ich es habe. Gut, das war die Wikipedia. Hüpfen wir rein mit Yoshi und Mario. Wobei, ich glaube, kommt Mario überhaupt vor? Keine Ahnung. Hüpfen wir da mal rein. So, da. Sound starten. Go! Ein Spieler, Typ A, Level 1. Speed low. Und Musik. Ah, die gefällt mir besser. Nimm mal die Mucke hier. So, da. Wir haben jetzt unten den Mario, der die Teller vermixt. Und hier kommt der Geist runter und die Schnappelpflanze. Zwei gleich übereinander heißt, es wird weggebrezelt. Da, doch, den Geist haben wir da noch keinen, das ist natürlich blöd. Gut, müssen wir das so machen. Da kommt schon der nächste Geist und die Schnappelpflanze killt sich auch weg. So, jetzt müssen wir da den Goomba darüber bringen. Erschall nach unten bringt, glaube ich, gar nichts. Wenn man keinen nach oben hat. Bei Goombas, sehr schön. Einmal Fressipflanze. Oh, da kommt das nächste so einer runter. Dann machen wir das so. Gut, kriegen wir das hier weg. Okay, das war jetzt natürlich nicht so gescheit. Egal, egal. Machen wir das so. Das war natürlich jetzt ganz dumm. Macht nichts. Zwei Erschalen übereinander, die sich wegkillen, bringt natürlich so rein gar nichts. Da ist wieder eine Fressepflanze, da kommt ein Goomba. Brauche ich nicht. Ja, die killen sich auch weg. Aber Eier, ich muss ja Eier machen eigentlich. Eigentlich ist das Ziel, Eier zu produzieren. Da kommt schon wieder so eine Eierschale. In die falsche Richtung. Jetzt muss ich mich mal konzentrieren. Jetzt nach 5 Minuten Spielzeit. Nein, nicht ganz, ich habe vorher schon genug gelabert. Wird mal die Konzentration hochgedreht. Gib uns daher, keine Ahnung, was du machst. So, da. Das können wir so lösen.
der Goomba, der Goomba, der kommt da ins Ei rein. Sehr gut. Reisepflanze. Goomba. Oder so. Das schaut doch auch ganz gut aus so. Das können wir auch so lassen. Da haben wir gleich das erste Ei gelegt und da freut sich der Yoshi natürlich. Ja, ihr seht, das Reborn-Prinzip ist denkbar einfach. Was natürlich gut ist, einfache Spiele sind in der Regel immer besser als komplizierte Spiele. Okay, das schaut auch ganz gut aus. Ja, es ist, ich fürchte, es ist zum Zuschauen jetzt nicht ganz so spannend. Wenn man mal das Spielprinzip gecheckt hat, worum es geht. Wir könnt ja mal raten, wie weit ich komme. Ich tippe mal selbst auf nicht allzu weit. Ah! Ja. Das war nicht so gut. Umber. Ganz rüber. Das schaut doch auch nicht aus. Nein, hab ich es doch nochmal geschafft, hier einen allzu großen Mist zu bauen. Geist, den können wir da reingeben und den können wir da verankern. So, das war jetzt ein bisschen voreilig. Nein. So, boah, gerade noch. Boah. Ja, ich bin nicht so gut in solchen Games, muss ich zugeben. Wo kommt das Ei? Das geschlossene Ei. Ich hätte gerne so ein geschlossenes Ei. Bitte. Ah. So. Okay. Machen wir mal dazu. Davor hat sich der Yoshi ein Nummer 3 gelegt. Ich bin schon Level 2. Okay, machen wir das so. Ja, kommt. Ah, das schaut auch ganz gut aus. So. Das können wir auch so lassen. Da, Goomba auf Goomba. Dass ich die da wieder wegbrezeln da. Die brezeln sich da auch weg. Hier wird überhaupt alles weggebrezelt, wie ihr seht. Okay, das war jetzt eigentlich nicht so sinnvoll. Kann ich einfach ein Ei legen, ohne dass was drin ist? Ach, geht auch. Okay. Das wusste ich nicht, dass das auch geht. Nein, den Goomba möchte ich dann da drüben haben. Nicht ganz optimal. Weiß die Pflanze. Ah, die Geister, die ich eigentlich verschieben kann. War das jetzt gut oder schlecht? Ich bin mir nicht so sicher. Geist. Nächstes habe ich eins. Ich kann mal da Platz machen. Wenigstens das wird hier weggekillt. Oder den machen wir das so. Sehr fern. Das löst sich auch auf. Gut. Machen wir das so. Jawohl, da freut sich der Yoshi. Immer möglichst viele Eier legen. Ich glaube, das bringt fett Punkte. Eier legen ist immer gut, sagt Yoshi. So. Wie lange spiele ich schon? 8 Minuten 44, ja. Mal schauen, wie lange ich schaffe, um ihn zu sterben. Ja, könnt ihr gerne in die Kommentare hauen, während ich da am Zocken bin. Könnt ihr schon mal die Kommentare öffnen. Und mal reinschreiben, was ihr so von Mario und Yoshi haltet. Ist das einer eurer Favoriten oder eher nicht so? Ah, jetzt kommen die Zumachtdinger, die bringen mir jetzt so gar nichts. Noch ein Geist, noch ein Goomba. Ja, ich habe so das Gefühl, ich bin gar nicht so schlecht. Das Spiel muss gut sein. Wenn das Spiel das Gefühl gibt, dass man gar nicht so schlecht ist, dann ist das Spiel auch gut gemacht. Man sollte ja Spiele immer das Gefühl geben, er ist besonders gut in etwas. Und das ist hier definitiv gelungen. Und ich sehe gerade, ich schnalze mit meinem Controller voll ins Mikro. Sorry, mir ist jetzt aufgefallen. Aber mein Controller hat kein Akku mehr, deswegen bin ich da an kurzer Leine. Uah, nein! So wollte ich das eigentlich. Gut.
Bumba Bumba. Heiligen. Komm an, ich will den Kummer noch wegkillen. Na gut. Level 3 schon. Level 3. Meine Damen und Herren. Level 3. Man fasst es nicht. Ah Leute, Tetris mag ich lieber, was soll ich sagen? Ich bin trotzdem eher so der Tetris-Typ. Das machen wir so. Das kann man so lassen. Und da können wir wieder ein Ei legen. Ein Ei legen ist immer gut. Außer du bist eine Henne, dann tut's weh. Ja, die Sprüche werden halt nicht mehr besser. Sehe ich schon. So. Mach das noch fertig, bevor es mich fertig macht. Zap. Level 3. Wieso schaffe ich das schon so lange? War so nicht geplant. War geplant, dass ich viel unfähiger bin. Hätte vielleicht nicht auf leicht spielen sollen. Das war ja schon ein paar Jährchen her, aber ich hab's ja tatsächlich am Gameboy gehabt. Also. Ich glaube, kann es sein, dass man so ein Gameboy nicht zu zweit spielen konnte? Ich kann mich nicht mehr ganz erinnern. Ah, ja. Okay, wird es dann langsam. Arek! Gebe ich den hin. Oder so. Schnappelpflanze. Jetzt war natürlich nicht zu gescheit. So. Geist auf Geist, der kommt da runter. Naja. Aber sonderlich spannend ist es nicht, muss ich sagen. Sonderlich spannend ist es nicht. Ich kann ja währenddessen ein bisschen was sonst irgendwas erzählen. Aktuell freue ich mich gerade sehr über die Super Nintendo Spiele bei Switch Online. Das macht mir gerade sehr viel Spaß. Bitte habe ich keinen Geist. Ah, Goomba ist zurück. Okay, jetzt bin ich so richtig hart am Verlieren gerade. Level 4, jetzt wird's bald Schluss sein. Ja, Super Nintendo Spiele feiere ich gerade hart am NES. Auf der Switch ist wirklich fair. Die Emulation ist echt gut. Und wieder mal Mario Kart zu spielen. Oder heute werde ich mal das alte Mario Kart online zu zweit spielen mit einem Kumpel. Da bin ich schon sehr gespannt, wie das ist. Das war nicht so nicht geplant. Okay. Ja, gut, Level 4. Jetzt habe ich dann doch zu viel gequatschelt und nicht mehr konzentriert. Ja, quatschen und konzentrieren ist bei so Puzzle-Games manchmal ein bisschen schwierig. Macht aber nichts. Dafür ist es jetzt aus. 13 Minuten Yoshi gespielt, beziehungsweise Mario und Yoshi. Ist doch ganz nett gewesen. Steuerung ist perfekt. Gameplay ist ganz gut. Und wenn man auf solche Puzzle-Zeug steht, ist es natürlich sowieso richtig cool. Also klare Spieleempfehlung für Mario und Yoshi. Puzzle Panic am NES. Leute, zieht euch das rein, falls ihr es nicht schon kennt. Lasst mir einen Daumen hoch da, dann freue ich mich sehr. Und da unten könnt ihr abonnieren, da freue ich mich noch mehr. Und das reimt sich alles und das verwirrt mich gerade. Und wenn ihr noch mehr sehen wollt, dann schön brav weiterschauen. Über 300 NES-Games habe ich bereits gezockt. Ciao, ciao und bis zum nächsten Mal.